Herzlich willkommen bei Toms Grillwerkstatt in der Autoküche. Heute ein tolles mediterranes Rezept, ein Iberico-Kotelett mit Pimentos del Patron und wildem Brokkoli. Mein Name ist Tom Heinzle, ich bin Buchautor, Grillprofi, Foodstylist, Genussmensch. Starter, da haben wir mit dem Iberico-Kotelett. Ich habe da ein schönes Iberico-Kotelett mit Fettauflage. Da tue ich mir das Fett, so etwas Kreuz mit einem scharfen Messer einschneiden. Und das Kotelett, das tue ich jetzt rückwärts grillen. Rückwärts grillen heißt, ich stelle das auf diese Fettkante bei der indirekten Hitze und bringe das einmal auf Kerntemperatur von ca. 55, 56 Grad. Warum mache ich das so? Erstens habe ich einen schöneren Gargrad. Zum Zweiten, wie ihr seht, habe ich da relativ viel intramuskuläres Fett. Wenn ich das vorwärts grillen würde, also klassisch zuerst auf der heißen Rost legen, dann wird das Fett runtertropfen in die Glut und es wird mir sofort einen Fettbrand geben. Darum nehme ich das und stelle mir das bei indirekter Hitze auf den Grill. Richtig stellen. Der heiße Rost, wir haben da ca. 150 Grad. Beim Gasgrill machen wir einfach der mittlere Gasbrenner raus, dass wir dann links und rechts Hitze haben und so schaffen wir indirekte Hitze. Funktioniert auf dem Gasgrill, Elektrogrill, Kamado, Kugelgrill, eigentlich überall. Es geht nur um direkte oder indirekte Hitze. Zwischenzeitlich können wir uns schon der wilde Brokkoli herrichten. Wir haben da den wilde Brokkoli, der sogenannte Bimi. Bei dem schneide ich einfach hinter das trockene Ende schräg ab. Ja. Die Olivenöl drauf. Kurz durchmischen. Das ist ganz wichtig, das Crusty Crust. Mit der Saaten, die wir brauchen. So. Dass das einen richtig schönen Geschmack kriegt. So. Ja. Das Gemüse, das können wir praktisch jetzt schon vorgrillen, weil das kann man warm stellen. Das Fleisch, das dauert noch ein paar Minuten. Okay. Jetzt kommen wir rüber auf den Brei. Über die Glut. Okay. Da haben wir zuerst einmal die Pimientos, schön röstet. Pimientos sind noch nicht gewürzt, die werden erst am Schluss gewürzt mit Olivenöl und Salz. So, da vorne legen wir die Dings dazu, die wilde Brokkoli. Das kann man problemlos warm halten. Und da haben wir richtig Pfiff oben jetzt auf dem Rost. Das ist richtig heiß. So, als kleines Topping machen wir mit der Tapas Bravas so ein kleines Gewürzöl. Tun einfach etwas von Tapas Bravas da dazu. Olivenöl. Gut verrühren. Und kurz einwirken. Es gibt ein wahnsinnig tolles Topping. So, die sind fertig, dann ist es schön rund um den Röster rumgekriegt. So, durchmischen und Grillsalz. Fertig. Pimentos del Patron, ein ganz beliebtes Tapper aus Spanien, aber eignet sich auch wahnsinnig gut als Beilage. Das Iberico-Kotelett ist bereit. Jetzt kommen wir mit dem rüber auf die Glut. Fett ist leicht angeknuspert. Und jetzt wird es da schön auf der heißen Rost. Oh, das ist Musik. Mhm.
so circa 2 Minuten pro Stellung, also wenn man so etwas Kreuz grillen, circa knappe 4 Minuten, also 2 Minuten, und umgekehrt genau dasselbe auf der Gegenseite, dann sollte man innen die Kerntemperatur von 60 Grad erreichen. Aber es ist schon relativ heiß da. Also, heiß. Das ist schmusig. So, Teller. Das ist ein Cypress Hills Gewürz. Und von der Salsa, die wir da gemacht haben. Schön. So ist es. So, diese Woche bei mir in der Autoküche im Downs Grillwerkstatt Iberico Kotelett mit Pimentos del Patron, wildem Brokkoli und einer schönen Salsa. Viel Spaß beim Zuschauen.